denn alleine an Holz zu hacken? Keine Ölquelle. Das ist natürlich vorbildlich, weil die brauchen wir. Bräuchten wir, damit wir eine Fähre bauen können. Wir können eine bauen im Moment. Das könnten wir ja rein theoretisch verlieren. Ach, wir haben zwei Ölquellen. Die andere hat eher. Jetzt brauchen wir hier 10.000 Öl. Ach so, falls wir mehrere Festungen bauen möchten, wahrscheinlich. Wo mir da der Sinn gerade nicht wirklich klar ist. Aber eine reicht eigentlich. Kriegt man 20 Gold mehr pro Abbau. Okay, da ist gerade einer gestorben an der explodierenden Mine. Ja, also man sieht, wenn man in einer Mission wirkliches Gold zur Verfügung gestellt kriegt, dann sind die nicht schwer. Aber wenn man eben nur eine Mine hat und damit so viel machen muss, ist das immer schwer. Das dürfen wir hier reparieren. Ja, man sieht, da geht so ein Haus schnell hoch. Und dann mache ich ihn noch leer. Und sogar noch zwei von unseren tollen Alterak-Rittern. Hier lernen wir mal schnell die Zauber, die wir brauchen. Ziehen die schon mal hier ein Stück rüber. Fangen wir am besten mal hier unten an. Da sind nur zwei Türme, die kriegen wir ein bisschen kaputt. Sie können wir wegmanteln. Die Ballisten sind ein bisschen eklig, aber okay. Ihr stackt euch hier oben. Na, bleibt mal da stehen. Sonst stacken sich da noch mehr rein. Ja, gut, der hat jetzt zwei Türme alleine gemacht, das ist schön. Welche Gruppen machen wir denn? 1, 2, 3, 4. Klappt. Kann ich mich schneller nachbauen. Ich bin so ein übelster Pro-Gamer, wie man sieht. Alles gedacht. Ja, oh ja, ich ihn genügt habe. Also in dem Fall ist Haste wirklich gut, weil kann man anscheinend schneller zaubern. Sonst hat man immer zwischen den zwei Todesmänteln noch so einen ewig langen Cooldown. Mal gucken, wie kriegen wir die jetzt am besten. Ich würde sagen, wir machen da so ein Defense-Decay rein. Ja, das ging genau rauf, das war schön. Wenn die Arbeiter direkt rausgeströmt kam, sah interessant aus. Very interesting. Achso, jetzt hätte ich ja hier die Left-Nets. Zeppelin machen wir auf 6. 6 hatte ich schon irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Wachturm. Der hat aber eine Menge. Da werde ich wohl mehr Todesfutter brauchen. Muss ich sie wohl opfern? Das war jetzt schade. Ah, ich habe ja schon wieder neue. Ich habe ja neue. Neue Todesrinasse. Achso, wir kommen gar nicht. Doch, jetzt kommen wir. Naja. Ein bisschen was noch mitgenommen. Ansonsten war es ziemlich blöd gerade. Oh. Ein Bogenschütz. Die macht mir zwar Angst. So, wieder alles verloren. Schön. Aber ist mir jetzt auch egal. Ach, hier unten ist noch einer. Boah, wie er noch gesnipert hat. Steht ja sogar noch eine Goldmine. Sollte ich da jetzt wohl noch nicht so viel dran verschwenden.
sich jetzt dreist. Irgendwie greift er jetzt an. Ich hab nicht mehr viele Ogre. Ich brauch noch eine Taverne. Geht ab hier. Ich hab so viel Zeug gesammelt. Das war natürlich jetzt blöd. Ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich das wieder ausgeglichen kriege. Irgendwie habe ich jetzt den kleinen Stack gelöst. Und ich sammle die Sau wieder. Ah, ich hab eine Idee. Naja, ein bisschen was mitgenommen. Hätte besser laufen können. Oh mein Gott. Jetzt baut er sogar noch Paladine. Die haben halt auch immer nur so wenig Mana, wenn man die gerade gekauft hat. Ich brauche mehr Ogre, das ist wichtig. Ich brauche erstmal noch ein paar Pions. Zieht sich wieder zurück. Ich muss definitiv da ein paar Todes da reinbekommen. Weil einfach die Kaserne wegbratzen, dann ist gut. Aber ja, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Hat auch nicht so gut geklappt. Ich hab's hier unten an. Okay. Hier unten ist okay. Da kriegt er wohl nichts kaputt. Hat er mir fast ein Pion gekillt. Machen wir lieber nochmal einen neuen Backup-Save. Ich hätte jetzt hier so viel verballer. Lass sie in Ruhe. Boah, ja, was machst du denn? Warum rennt der jetzt raus? Also die KI im Spiel ist echt schlecht. Kann man nicht anders sagen. Sowohl die von die Wegfindung und halt auch das Verhalten von Bots. Ja, jetzt streamt er da rein. Gut, das sind nur 7000, die kann er ruhig haben. Ich positioniere noch mal ein paar Ogre. Ja, wenn die hier noch ordentlich was wegbrauchen können, ist das schön. Er hat ordentlich viel Arbeit, der hat ja gerade 3000 oder so rausgeholt. So, die sterben jetzt bloß alle. Ja, die kommen alle nacheinander. Einer geht rein, okay. Aber zurück kommen sie nicht mehr.
erklärt, mein lieber Freund. Ziehen wir euch mal rüber. Oh, da oben ist eine Kaserne. Wow, es sieht ja fast gar nichts aus dem Hinterteil. Und er hat Exorzismus. Hervorragend. Genau das, was ich nicht brauche. Die Welt ist irritiert. Und sie trifft natürlich. Was für ein hässliches Vieh. Doch interessant, wie man den Bot erst entblocken muss, damit er überhaupt weitermacht. Eigentlich war er so gut wie tot. Aber hat nochmal ein Comeback probiert. Ist aber gescheitert, weil er jetzt keine Arbeit mehr hat. Die Arme. Aber ich habe auch keine mehr. Fällt mir gerade auf. Dreist. Dreist, dreist, dreist. Säckchen. Fertig zur Arbeit. Holz brauchen wir nicht mehr. Okay. Ja, nochmal ein Angriff. Das war das letzte, was er hat. So, mitunter. Und er reagiert da nicht mehr drauf. Zwei Pallern, die sind noch da. Mensch. Kann ich jetzt wieder welche bauen? Ich war nämlich am überlegen, ob ich switche, wenn dann die E direkt gilt. So wie da gerade. Arschkopf. Hat mir nicht viel Schaden gemacht. Ich hätte noch einen. Mit einer Balliste, einen Bogenschütze und einen Soldaten. Das sollte mich nicht wirklich aufhalten. Ich bin jetzt auch ein bisschen zu faul für Gruppen. Deshalb mache ich jetzt einfach unten. Ich hätte jetzt mal. Sag mal noch. So, erstmal den letzten Paladin rausgenommen. Weil es ist zwar nervig, aber die stört nicht so wie ein Paladin. War super. Nicht mal ansatzweise die Kirche getroffen. Hey, er ist tot. Warum hat er hier zwei Haupthäuser? Vermehrt ist auch. So, jetzt ziehen wir die mir alle schon runter. Hier oben ist ja eh nichts mehr. Kann sie direkt so kaputt machen. Die Tower sollte man vielleicht noch wegschmelzen. Ja, das geht auch so. Haupthaus nochmal hier. Alles rauf, was geht. Wow, wie es runter geht. Wie viel hat so ein Ding? 1600. Das ging schnell. Wobei ich die Magier doch eigentlich irgendwie lieber hab. Weil der Blizzard, den die Taubern, der sieht viel cooler aus. Sieht jetzt ein bisschen spruchtelig aus. So, Tower noch braten. Dann nochmal Tower braten. Vielleicht kriegen wir den auch noch mit den zwei Charges. Nein, wir müssen einen anderen nehmen. Gut. Ich darf natürlich nicht vergessen, noch Geld übrig zu lassen für eine Fähre.